Mit Käppi und in traditioneller Zimmermannstracht ist Giulio Behrendt in seinem Element. Auf dieser Baustelle hat er seinen ersten Tag als Geselle verbracht und jetzt wieder den ersten nach der Meisterprüfung. In der Zimmerei von Vater Dirk Maschen hat er aber eigentlich schon länger mit angepackt. Nach 3 Jahren Ausbildung und 10 Monaten Meistervorbereitungskurs darf er sich jetzt auch offiziell Zimmerermeister nennen. Also gerade, wo ich noch sehr klein war, habe ich viel mit meinem Vater zu Hause gewerkelt, wenn irgendwas anlag. Und dann ab, wo ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 13, 14 Jahre bestimmt, bin ich dann schon teilweise mitgegangen in den Ferien. Habe dann auch mein Praktikum bei ihm vollzogen. Ja, und dann war es halt immer wieder, dass ich mitgegangen bin und so immer näher den Beruf kennengelernt habe und auch lieben gelernt habe. Glück für Vater Dirk Maschen, die Unternehmensnachfolge ist schon mal gesichert. 2006 hat er seine eigene Firma gegründet. Bisher konnte er 3 Mitarbeiter einstellen, als letztes eben den eigenen Sohn. Das ist schön, wünsche ich eigentlich wahrscheinlich jeder Vater, nicht? Vater-Sohn-Verhältnis in der Firma. Wir verstehen uns gut, wir haben da einen lockeren Umgang, nicht? Wir machen unsere Scherzchen und ich mache meine mit ihm und er macht seine mit mir und der hält die Truppe bei Laune. Das ist eigentlich eine gute Bereicherung, sagen wir mal, fürs Team. Auch wenn es anfangs etwas ungewohnt war, zusammenarbeiten können Vater und Sohn ja schon immer. Die Ausbildung hat Giulio aber bei der Zimmerei Altkrüger gemacht. Nur 1 Jahr später dürfte er jetzt selbst junge Leute ausbilden und vor allem das weitergeben, was kein Schulbuch schafft, die Leidenschaft. Für mich macht es aus besonders, dass man viel draußen ist, dass man sich theoretisch immer weiterbilden kann, weil immer wieder neue Produkte auf den Markt kommen, immer wieder gibt es irgendwas Neues zu sehen, auch gerade im Altbau. Das ist sehr interessant, wie man sieht, wenn oder wie sie es damals gebaut haben. Das finde ich gerade interessant. Und einfach, dass du draußen bist, dich körperlich bewegst und an der frischen Luft bist und besonders, dass du am Abend siehst, was du am Tag geschafft hast. Das finde ich, macht viel Reiz vom Beruf aus. Und deswegen ist Giulio auch in seiner Freizeit so oft wie möglich draußen unterwegs. Fitnessstudio ist bei dem Job eh überflüssig, aber Ausgleich muss ja trotzdem sein. Gerade nach der Meisterschule war das echt entspannt, wenn man von der Schulbank kommt und einfach nur zugeballert wird oder auf einen nur Informationen eintreffen. Da braucht man einfach mal Nachmittag Zeit, um einfach mal entspannen zu können, den Kopf frei kriegen und da hilft das Fahrradfahren schon immens. Schließlich ist am nächsten Tag wieder volle Konzentration gefragt, als frisch gezimmerter Jungmeister.